Hallo, hallo, willkommen bei Scrap Mechanic mit der reizenden Sialin. Mit ihrem kritischen Blick für das Wesentliche entgeht ihr nichts. Und natürlich mit eurem Sarok, der für sie alles passend macht, was nicht passt. Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scrap Mechanic. Survival! Yay. Genau. So, Xer ist noch am Sammeln. Und ich am Bauen. Teilt sich das dann auf. Teamwork nennt man das. Teamwork. Genau, also ja. Also wir machen die Mauer hier nochmal ein bisschen dicker. Juhu! Also noch eine Reihe hinten dran. Das kann man ja dann nach und nach immer weiter dicker machen dann einfach. Ja, klar. Festung. So. Weißt du, wie lange die brauchen, um da durchzukommen? Nee, oder? Keine Ahnung. Also Stein hat schon eine relativ starke Stabilität. Im Vergleich zu Holz. Mhm. Ich denke mal, dass die da schon ein paar Mal draufhauen müssen, bevor das dann auseinanderbricht. Ich bin so geizig, ich finde es dann immer schade, wenn die Dinger weggehen. Wenn die Dinger weggehen? Ja, wenn die dann draufhauen und dann ist da plötzlich ein Loch, dann musst du einen neuen Stein fahren. Ja, das ist wirklich ätzend, das stimmt schon. Aber so ist das dann halt. Eigentlich, das verliert es dann, das muss ja theoretisch Haltbarkeit verlieren. Wenn man jetzt sagt, okay, der muss da fünfmal draufhauen, dann haut er dreimal drauf, dann fehlt ja nur noch zweimal. Wenn man den dann aber tötet und dann kommt irgendwann der nächste, muss der dann nur zweimal draufhauen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, obwohl, ob der sich diese Information speichert, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil dann müsste er ja für jeden Block die Information speichern, wie viel Schaden er schon gekriegt hat. Ich nehme mal an, das wird wahrscheinlich so sein wie bei Minecraft oder sowas, dass du halt fünfmal mit draufhaust und dann zerbricht er. Wenn du aber loslässt, dann ist er wie, als wär nichts gewesen. Okay, ich denke mal, dass das so auch hier in dem Spiel sein wird. Das wäre ja gut. So. Na, das reicht doch fast komplett für eine zweite Umrandung. Cool. Und darauf kann man natürlich dann alles aufbauen. Man kann dann, keine Ahnung, ich habe mal irgendwo gesehen, der hat dann so Sägeblätter außen dran gemacht, die dann so rotiert sind. Und wenn die dann dran gegangen sind, haben die halt Schaden gekriegt. Mhm. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Aber das stelle ich mir halt auch irre aufwendig vor, weil die ganzen Sägeblätter, die tragen ja dann auch voll viel Energie. Müssen ja so alle irgendwie angetrieben werden. Ja, genau. Okay. So, das war's. Ne, Stein habe ich nicht mehr. Also es hat fast komplett gereicht, um die Mauer doppelt dick zu machen. Cool. Genau, und dann kann man hier sich ordentlich austoben. Dann muss man dann noch die Pumpe umbauen. Das ist dann natürlich hier hinten hin. Ich schau mal nach dem Feld, ob man schon enden kann. Ja. Sieht so aus. Ja. Bananen. Du kannst natürlich auch nochmal vier Bananen. Ich weiß jetzt halt nicht, was wir brauchen. Ich würde jetzt tatsächlich umpflanzen. Achso, ja, stimmt. Gute Idee. Genau, und dann. Dann musst du ja den Wasserturm auch neu bauen. Ja, richtig. Aber ich habe ja jetzt das Schweißtool dank dir. Stimmt. Dann brauchst du dann nur umsetzen. Ja, cool. Ha. Ne? Habe ich das gut gemacht oder habe ich das gut gemacht? Das ist berauschend. Ja, schau, du hättest gar nicht gedacht, dass du das brauchst, aber du wirst es viel brauchen. Ja, werde ich viel brauchen. Genau, und dadurch ist es ja eh schon mal ein bisschen safety mehr, also sicherer. Und dann können wir zeitnah dann den Stampfer noch bauen. Dass man dann Schalter anmacht und dann macht er so. Jawohl. Dann sollte das eigentlich. Braucht das dann eigentlich auch Sprit oder. Nee, das braucht witzigerweise keinen Sprit und keinen Strom und gar nichts. Ja. Ah, okay, cool. Ja, das ist für uns vielleicht erstmal die bessere Lösung. Ja, denke ich auch. Das hier macht nämlich nicht so viel Spaß. Das Öl sammeln? Nee. Tatsächlich nicht. Also, ich habe ja irgendwo auch aufgeschnappt, ich glaube sogar eine Patch Notes oder sowas, dass sie so ein. Eine Ölquelle. Nee, so, ja, vielleicht auch eine Ölquelle kann sein, aber so ein Ölreferin, Referin, Referin,
Raffinerie. Raffinerie, genau. Wenn man das irgendwie wahrscheinlich in die Nähe von so einer Ölquelle stellt oder sowas und dann pumpt der immer automatisch Öl ab. Mhm. Das habe ich irgendwie mal irgendwo aufgeschnappt. Na, das wäre ja auch mal was. Das wäre mal was, ne? Ich finde, die haben den... Ah ne, jetzt sieht der Mais wieder normal aus. Der sah bei mir ja irgendwann mal so komisch. Ah ne, wenn man den, ja, wenn man den haut, ja genau. Das sieht irgendwie hässlich aus. Ja, das fand ich vorher nicht besser. Ja. Was ich mich auch frage ist, jetzt könnte man mal ausprobieren, ob man so ein Vakuumpumpe an so einer Ölquelle hinstellen kann. Ach so. Vielleicht kann man... Aber die ist ja normalerweise mit einem Mal aufheben. Ja, das schon. Aber wenn man so eine Stelle hat, wo mehrere aufeinander kommen, dann pumpt er das natürlich kurz weg, aber das respawnt ja wieder irgendwann und dann pumpt er das ja gleich wieder weg. Das wäre halt interessant, ob das funktioniert. Ach so. Ja, und dann geil, ja, kannst du halt alle paar Runden da mal hingehen und einfach nur die Kiste leeren. Das könnte man mal ausprobieren. Ja. Wenn man mal ein paar Tage nicht spielt, weiß man gleich wieder nicht, wie es geht. Also mir geht es immer so, hier glaube ich nicht. Ja, manchmal geht es schon so. Und dann immer das Falsche. Mein Auto hingerollt. Durst! Milch! Durst hat. Boah, hat man keinen Durst. Da. Rum, es wird schon wieder dunkel. Wahnsinn, ja. Wow, dieses Auto ist ganz schön rutschig. Hat wahrscheinlich Spliffreifen drauf. Ja, ich glaube auch. Ja. Jodele. Soll ich dann das ganze Öl in Benzin umwandeln, oder? Ja, bitte. Man müsste, mir fehlt genau eins, verdammt. Dann könnte eins mal irgendwo drin sein. Ah, okay, ja dann. Kleber habe ich natürlich auch gleich, also Muscheln mitgebracht nebenbei. Super. Was war? Ach ja, nee, doch hier. Craft. Oh yeah, baby, crafted. Das heißt Scrapcraft. Scrapcraft. Möglich. Oh, was baust du denn? Oh mein Gott, das ist ja putzig. Ich habe gedacht, so ein bisschen, mal hier so aufmüllen, ein bisschen schöner machen. Oh mein Gott, wie süß. Schon, oder? Kann man ja machen. Was eine Platz- und Materialverschwendung. Aber ja, ich weiß. Ich weiß. Schlimm, gell? Es ist hübsch, es ist hübsch. Melken wir mal die Kuh. Nö. Die Arme mit ihrem Winzi-Stall. Ich bin halt ein Mensch, der gerne schön baut. Ja, ich finde das ja auch schön. Auch wenn es Platzverschwendung ist. Und ich das wahrscheinlich verfluchen werde. Wieso? Naja, weil die Pumpe wahrscheinlich dann nicht mehr so weit kommt und so. Muss ich gucken, das optimieren dann. Mal schauen. Aber das ist es mir einfach wert. Da reicht der Mais ja exakt aus.
Hm. Ich muss mal überlegen. Wir haben. Aha, wo ist denn hier ein Eingang? Wie geht's denn hier rein? Ups. Kann man das ja irgendwie auch mal automatisieren. So mit einem Timer dann. Irgendwie, dass da dann so alle paar Stunden oder so einmal die Bahn hier abgeht automatisch irgendwie. Oh. Mal gucken. Also machbar ist es schon, nur ist halt die Frage, wie aufwendig das ist, halt wie viele Ressourcen man dafür verbraucht. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz süß aus. Karotten, rote Beete, Tomate, Kartoffeln, Orangen, Blaubeeren, Bananen. Gut. Viel Erde haben wir noch. Ich hab. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich hätte noch eine irgendwie. In der Kiste war, glaube ich, noch eine. Ja, ich meine, wir haben so viel. So ja, ich weiß. Und in der Kiste ist auch noch eine. So, jetzt müssen wir kurz ins Haus gucken. Was bin ich denn? Ah, auf der Seite. Das ist ein Booster. Mhm, 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Muss ich später noch Holz holen. Also wir haben noch genug Holz in den Kisten, aber. Süß. Einfach nur süß. Ja. Na gut. Dann schaue ich mal. Die Pumpe umstellen. So ein Knödel. Oh, yeah. Dank der wunderbaren Zellen habe ich jetzt ein Welding-Tool. Kann ich das einfach abbauen und dann da hinten hinplatzen. Top. Eine kleine Lücke zu wenig. So ein Mist. Naja. Kartoffeln. So. Oh,
So, Orangen. Wir stehen hier auch mit 5. Verdammt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kommando laufen. Und ablegen. Rennen! Yay. Ja. Hast du schon das ganze Öl umgewandelt, oder was? Ja. War nicht schlecht. Naja, das hat ja die Maschine gemacht, das muss ja, ja nicht ich machen. Trotzdem. Oder geht was nicht? Ja, süß sieht das hier aus. Putzig. Yep. Ach so. Das ist eigentlich gar nicht so unpraktisch hier, weil da kann man immer gleich mal dann beim Händler gucken gehen, was man so braucht. Ja, das ist eigentlich alles ganz gut hier. Dafür braucht man Ananas, haben wir nicht, Brokkoli haben wir nicht, Orangen, Blaubeeren haben wir eigentlich genug. Bananen. Achso. Bananen haben wir, glaube ich, erst 4, gell? Dann baue ich mal noch ein paar Bananen an. Aber du hast die Samen. Was? Ne, ich habe die Samen noch nicht weg. Achso, die Bananensamen meinst du? Ja. Die Stadt nach oben muss er jetzt nach unten gehen, weil er weiter kommt als notwendig. Dann müssen wir mal gucken, ob er überall reinkommt, aber okay, die drei oberen Reihen sind schon mal kein Problem, da kommt er überall dran. Also hier, hier unten muss man dann mal schauen, wie man das macht, aber das will man ja jetzt dann eh erstmal nicht pflanzen. So viel. Oh, danke. Also am einfachsten sind die zwei Reihen hier, aber die hier geht auch noch. Das sieht auch süß aus, oder? Ja, das sieht wirklich süß aus. Die jetzt mal. So. Das ist putzig. Finde ich ja. So süß, der kleine alte Mann. Ja. Leo, komm her jetzt hier. Mehr anpflanzen. Das verstehe ich. Bau den Stampfer. Kommt bald. Das heißt 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 Felder hat jetzt immer ein so ein Dings. Genau. Gut, ne? Okay, das heißt auch noch praktisch. 12, 24, 36, 48,
60, 72. Ziel und Mathe. Ey. Hast du nicht mehr genug Erde? Hä? Nee. Genug Erde hier. 72, 80, da haben wir genau 80 Felder. Ja, da lässt sich ein bisschen was anbauen. Ja. Gibt es eigentlich ein Maximum fürs Raid? Ich glaube 100. Also man muss schon echt viel machen, um dahin zu kommen. Aber es gibt wohl tatsächlich ein Limit. Also ich kann ja einfach eintippen. Wenn ich jetzt sage, ich baue 100 Bananen an. Dann kommen in der ersten Nacht 4 Toadbots und 6 Heubots. Oh ja, das geht ja. Oh. In der letzten Nacht 4 und 10. Gut, 10 Heubots ist nicht wenig, aber wenn ich jetzt 50 mache, das ist das gleiche. 20. Ah. Kommt nicht mehr, oder was? Ja, warte, das Limit ist hier. 4 und 10. Ja. Bei 30 Bananen zum Beispiel. Ich denke mal, bei den anderen Früchten ist es anders, aber bei 30 Bananen, da ist es dann wurscht, ob du 30 oder 100 anbaust. Das ist aha, immer das gleiche. Ah, okay. Ja, gut zu wissen. Also da ist das Maximum halt 4. 4 Toadbots und 6 Heubots in der ersten Nacht. Okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt den Ort suchen gehen. Aber jetzt haben wir erstmal. Oh, schon wieder Schluss hier. Aber dass wir in der nächsten Folge den anderen Checkpoint, Package Station finden. Die Smart Gun holen. Und dann bauen wir den Stampfer und dann können wir mal richtig hier volle Kanne Farmen aufbauen. Gerne. Okay. So, ja, dann liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es so war, lasst ein Like da lassen. Bis dann. Ciao, ciao.